in 5 Minuten eure Siebträgermaschine sauber machen. Wir zeigen euch, wie es geht. Ganz normalen Löffel, setzt an der Kante an und holt dieses Sieb einmal runter. Wir erleben sehr oft in unseren Kursen, dass die Maschinen nicht richtig geputzt werden und vor allem, dass man das Brühsieb nicht runternimmt. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr eure Maschine in nur 5 Minuten oder sogar noch schneller jede Woche einmal sauber machen könnt und so einfach immer den perfekten Espresso ohne ranzigen Beigeschmack extrahieren könnt. Als erstes braucht ihr ein, zwei Tools, das heißt, ihr braucht ein Blindsieb. Ich habe das bei mir zu Hause, weil ich den Einer-Siebträger nie verwende, immer im Einer direkt eingespannt. Das funktioniert dann so, dann müsst ihr das nicht mal tauschen. Ihr braucht einen Lappen, einmal ein Reinigungspulver, einen Löffel, um das Brühsieb runterzuholen und eventuell eine Bürste, aber ich zeige euch da noch einen Trick, wie ihr die Bürste wirklich nur ganz kurz einsetzen müsst. Ihr holt den Siebträger raus, lasst erstmal ein bisschen Wasser laufen, dass die letzten Kaffeekrümel von der Brause weg sind. Ihr nehmt das Blindsieb, eine Espresso-Löffel Spitze an Reinigungspulver, spannt das ein und baut 10-mal den Brühdruck auf. Es dauert so zwischen den Brühungen immer so 4-5 Sekunden. In dem Moment ziehen wir das Reinigungsmittel über das Überdruckventil bzw. dieses Zweiwegenventil, was hier drinnen ist, einmal hier hoch und dann wieder runter. Also genau in den Bereich, wo ihr eigentlich den Restkaffee habt, wenn ihr die Extraktion beendet, dann kommt ja immer unten Wasser raus und das reinigen wir damit und lösen das Fett mit diesem Fettlöser. Das macht ihr so 8-10 Mal, je nachdem, wie dreckig eure Maschine ist, aber macht das lieber ordentlich, dass wirklich das Reinigungsmittel sich aufgelöst hat. So, dann kommt der Trick, wie ihr diese Bürste nur wirklich ganz kurz einsetzen müsst oder je nachdem auch sein lassen könnt. Ihr nehmt einen Lappen, dass ihr euch die Hände nicht verbrennt, den wirklich schön zusammenfalten, einmal den Siebträger umgreifen, etwas von der Dichtung lösen, den Druck abbauen und dann macht ihr so Bewegungen auf und zu, dass ihr das Brühwasser durch das Sieb außen, durch den Schaft durchdrückt und so auch die Gummidichtung und den Schaft, wo ihr den Siebträger einspannt, reinigen könnt. Ich zeige euch das einmal vor. So läuft auch das bisschen Reinigungsmittel, was noch drin ist, außen durch und ihr habt es auch vom Fett befreit. Der Siebträger sollte dann ohne Reinigungsmittel dastehen. Übrigens diesen Lappen vorne hin, den habe ich hingelegt, weil wenn man das macht, dann läuft immer ein bisschen Wasser auf den Lappen, dass ihr das nicht auf eurem Tisch habt. Ihr könnt dann mit der Bürste einfach noch mal so ein bisschen am Schaft entlang putzen, dass wirklich die letzten Kaffeekrümel auch weg sind. Dann spült ihr das Sieb aus, dass wirklich kein Reinigungsmittel mehr drin ist. Und dann noch mal rund 10-mal Brühdruck aufbauen, ohne Reinigungsmittel, dass wir das Reinigungsmittel hier hinten rausholen und wirklich keine Reste mehr drin sind, das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Das dürft ihr ruhig auch 6, 7, 8 Mal oder auch gerne 10 Mal machen. Da geht es wirklich darum, dass keine Partikel mehr drin sind von dem Reinigungsmittel, sondern dass ihr wirklich nur noch das Wasser habt. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Teil, was viele nicht wissen, und das möchten wir euch wirklich noch mitgeben, das ist das mit dem Brühsieb. Ihr habt bei der VEMA Brühgruppe oben ein Sieb, was ihr runternehmen könnt. Das geht bei der VEMA Brühgruppe ganz einfach mit einem Löffel oder mit einem Schlitzschraubenzieher und das wirklich auch jede Woche runternehmen, weil wir haben sehr oft in den Kursen Kursteilnehmer, wo das Brühsieb oben so richtig viele Fettrückstände hat, weil das nie nach unten genommen wird. Ihr spannt den Siebträger aus. Nehmt einen ganz normalen Löffel, setzt an der Kante an und holt dieses Sieb einmal runter. So. Bei diesem Sieb, Achtung, das ist dann auch warm, habt ihr einmal die Brühkopfdichtung. Da darauf achten, da ist eine runde Kante und eine scharfe Kante. Meistens ist die runde Kante nach oben, also so kommt die dann wieder rein, damit man das wieder einspannen kann. Und die Scharfe nach unten, achtet euch einfach, wenn ihr das erste Mal runternehmt, wie diese Brühkopfdichtung positioniert ist. Und das Brühsieb, und oftmals ist wirklich der innere Teil hier extrem von Fettrückständen belagert, das wirklich mit ein bisschen Fettlöser und Spülmittel und vielleicht mit einem Schwamm sauber machen und
das dann wieder einsetzen. Bevor ihr dann das Brühensieb wieder einsetzt, nehmt ihr einen Lappen, putzt das noch einmal von unten, dass da wirklich keine Rückstände mehr drin sind und dann setzen wir das Sieb wieder ein. Einen einfachen Trick dazu, ihr nehmt euren Siebträger, den ihr normalerweise zum Extrahieren verwendet, nehmt das Sieb raus, was ihr normalerweise habt. Hier ist die runde Kante oben gewesen, das heißt, ich baue das wieder so zusammen. Legt das auf den Siebträger, aber ohne das Sieb, weil dann habe ich so 1-2 mm mehr Platz, dann kann ich das einwandfrei einspannen. Geh zu der Brühgruppe, fahr das einmal rein, drück's ein bisschen hoch, dann kann ich das einmal zuziehen, setz mein Sieb wieder ein und zieh das noch ein zweites Mal rein und dann ist das Brühsieb schon wieder drin. Zum Schluss fehlt natürlich noch, dass ihr euren Siebträger und euer Sieb reinigt, da den Siebträger sicher nicht in die Spülmaschine reinlegen, vielleicht mal zwischendurch den Siebträger einfach so hochkant in Reinigungspulver und heißes Wasser einweichen, aber wirklich darauf achten, dass das Reinigungspulver nicht an den Griff kommt, sonst verfärbt sich der gerne und das Sieb an sich einfach mit Spülmittel und ein bisschen Fettlöser wieder sauber machen. Und dann habt ihr schon alles erledigt in unter 5 Minuten.